28. März 1942. Mein teurer, geliebter Mickey, ich beginne diesen Brief und weiß nicht, ob und wann er dich erreicht. Das ist der zweite Tag, dass ich ohne dich bin. Das ist so furchtbar trostlos. Wie furchtbar lange, endlos lange bist du schon weg. Die Uhr will mich überzeugen, es sind noch keine 36 Stunden. Für mich sind es unzählige Jahre. Seit du weg bist, habe ich noch nichts Vernünftiges getan. Ich versuche ein wenig zu lesen. Ich lese ganze Seiten und habe keine Ahnung was. Und wenn mir etwas bis in das Hirn dringt, dann nur, weil es eine Widerspiegelung meiner eigenen Gedanken ist. So etwa der Satz. Sie glaubt so fest an Liebe und Glück, wie es nur Frauen vermögen. Und fürchten nichts. Ich glaube an unsere Liebe und Glück. Doch vor allem, ich glaube an dich, mein teurer Mikuschko. An deine Kraft, deine Gesundheit, deine seelische Stärke. Ich hoffe, du bleibst gesund und unversehrt, bis wir wieder einander in die Arme fallen können. Ich will dir täglich schreiben und mit dir plaudern. Vielleicht verliere ich so in meinem unsäglichen Schmerz nicht ganz meinen Verstand. Ich werde mich einen kleinen Moment betrügen und mir vorstellen, wir sind beisammen. Wahrscheinlich ist das alles, was ich mir noch wünsche. Nur zusammen irgendwo ein neues Leben beginnen. Mein Geliebter, ich küsse dich unzählige Mal. Und Ende für heute, damit ich morgen wieder fortsetzen kann. Deine Serena. Mein geliebtes Herz, heute ist schon Sonntag und immer noch keine Nachricht von dir. Heute sollte unser Hochzeitstag sein. Wohin ist das alles verschwunden? Da auf dem Sessel ist meine duftige schneeweiße Bluse ausgebreitet. Ein Paket mit Eilpost und Gratulationen ist angekommen. Wie entsetzlich. Ich erinnere mich an den Abend, in dem wir voneinander Abschied nahmen. Ich hoffte so sehr, dass ich dich nochmals umarmen kann. Ich jagte durch die Straßen, doch die Leute riefen mir nach. Ich laufe vergebens, ihr seid schon auf der Bahnstation. Ich gab nicht nach. Ich wollte dich noch berühren. Ich habe mir den Kopf nach allen Seiten verrenkt. Ich konnte dich nicht mehr in der Menge ausmachen. Alle anderen habe ich gesehen, nur dich nicht. Warum? Und dann setzte sich der Zug in Bewegung und du warst fort. Noch ein Lächeln habe ich erhascht. Mein Mickey, wo bist du jetzt? Was machst du? Mich quält das Wissen, dass du so schlecht ausgerüstet bist. Was hast du denn mitnehmen können? Hast du alles, was du benötigst? Wo schläfst du? Und wie? Frierst du in der Nacht? Wüsste ich die Antwort auf diese quälenden Fragen, vielleicht würde mein Herz weniger schmerzen. Wenn ich nur wüsste, wohin wir noch gehen werden, doch wenn wir dort zusammen sein könnten. Mikuschko, das ist doch nicht möglich, dass du nicht da bist. Ich fürchte, wir wurden für ewig auseinandergerissen. Doch wie darf man gleich am Anfang so verzweifelt sein? Ich lasse mir etwas Platz für morgen. Musik.